Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist tatsächlich schon der erste Advent. Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt gerade um 7:30. Die Kinder sind wieder seit 6:10 wach. Und wir haben sie jetzt noch ein bisschen gekuschelt, im Spielzimmer spielen lassen. Haben uns noch erlaubt, 10 Minuten liegen zu bleiben. Dann war vorbei. Papa zieht sie gerade an, kämpft mit ihnen oben. Und ich lüfte hier unten gerade und mache bereit alles soweit vor. Erstmal frische Luft und dann fange ich an, den Tisch zu decken. Dann backen wir ein paar Brötchen auf. Vielleicht gibt es heute auch Spieler, ja, ich weiß noch nicht. Und dann ist Annabelle schon ganz aufgeregt, weil wir ja die erste Kerze anzünden können. Genau. Ansonsten ist heute ein Tag, ich muss ein bisschen bügeln, definitiv was arbeiten. Und zum Kaffee kommen Oma, Opa vorbei und die andere Oma auch. Und wir müssen einfach mal gucken. Eigentlich müssten wir die Lampen dran machen, aber Hannah hat so Angst vom Bohrer. Müssen mal gucken, wie wir das heute machen. Ja, mal schauen. Eigentlich wollte Papa mit ihm nachher auf den Spielplatz gehen, aber heute ist es super kalt. Super kalt, aber halt nicht schön kalt, sondern so eine feuchte Kälte, diese Hustenreiz, Bronchialkälte. Deswegen mal gucken, was wir machen. Schauen wir mal. Aber jetzt wird gleich erstmal die Kerze angemacht. Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Und welche machen wir an? Okay, mach mit, komm. Ich auch mal. Oh. Du auch mal? Bei uns ist gerade Kraut und Rüben. Ich höre sie da oben. Die beiden machen wohl ganz schön Terror heute. Papa ist ganz schön am Kämpfen. Aber ich bin am Bügeln. Ich möchte bis zum Nachmittagscafé, wenn Oma und Opa kommen, wenigstens einen großen Berg hier wegbügeln. Zumindest auch die Hemden. Die anderen Sachen kann ich einfach mal so schnell irgendwo hinlegen. Aber die Hemden möchte ich gerne jetzt gebügelt haben. Die sind easy zu bügeln, aber ich überbügele ja grundsätzlich alles nochmal. Da liegt eine Schüssel. Ich habe mich gerade spontan entschlossen, doch noch ein paar Plätzchen zu machen. Wir haben nämlich die erste Ladung Butterplätzchen schon verputzt. Das machen wir heute, ne? Aber ich habe mich entschlossen, gerade spontan schnell ein paar Vanillekipferl hinterher zu schieben. Jetzt ist der Teig im Kühlschrank. Und ich werde noch ein bisschen bügeln. Ich bin übrigens mittlerweile an einem Punkt, wo ich mir einen Zopf machen kann. Ganz klein. Was geht? Ja. Dann würde ich sagen, weiter bügeln. Denn es liegt noch einiges vor mir. Ich habe fast eine Woche nicht gewaschen, weil ich mich die ganze Zeit mit Aufräumen, Umräumen und so weiter beschäftigt habe. Und das ist mir böse auf die Füße gefallen jetzt. Aber einmal durch, dann passt es auch. Genau. Eine Duftkerze habe ich übrigens auch an. Und zwar diese hier von Beautiful Fragrances. Na, wenn man es sehen könnte, Lebkuchenhaus. Riecht total lecker. Die ist aber echt uralt. Uralt. Ich habe endlich mein Feuerzeug gefunden, ne? Deswegen konnte ich es anmachen. Na gut, und dann Bügelberg, Hemden. Arbeitsplatz. Hier habe ich übrigens noch was hingehängt. Das ist ein Tischläufer von Thomas Kinkaid auch. Also liebe ich ja total. Ich mag seine Sachen ja sehr, sehr gerne. Und der blinkt auch total bunt. Also für Kinder ganz toll. Und in der Ecke war jetzt halt nichts. Ich habe den jetzt einfach hier an die Wand gemacht mit so doppelseitigem Kleber. Solange man nicht zu fest dran reißt, hält er auch ganz gut. Und die Kinder sind natürlich begeistert davon. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal dahin gepinnt. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es hat gefroren, wie ihr seht, richtig. Es ist richtig vereist alles. Ich habe gerade meine Scheibe mühsamst freigekratzt. Boah, ist das kalt heute. Boah, heute ist richtig, richtig kalt, aber ich habe die Scheibe freigekriegt. Mein Mann hat vorgekratzt, ich musste tatsächlich nochmal nachkratzen, weil es schon wieder angezogen hatte. Heftig! Ich muss morgen meinen Schutz drauflegen, diese silberne Matte da, die ich habe. Die muss da drauf, das ist, schützt ein bisschen die Scheibe. Und wir sind froh, wenn wir unsere Garage dann soweit nutzbar haben und auch die Einfahrt haben, sodass die Höhe passt, dass wir auch in die Garage reinkommen. Das können wir ja noch gar nicht, wenn unser Auto nicht springt. Und das Carport ist auch eine der nächsten Sachen, die wir uns aussuchen werden, weil das, da freue ich mich. Boah. Okay, dann, genau, werde ich jetzt ein bisschen was bügeln. Und die Fenster aufreißen und mal richtig lüften. Jetzt ist es nämlich so 7:50 und so gegen 9 werde ich wohl losfahren.
vielleicht auch schon ein bisschen eher und besorge vorher noch was. Ich muss mal gucken, weil ich muss ein bisschen was erledigen und dann bin ich in der Nähe von Dietzenbach. Und dann haben wir dort Verwandtschaft und immer wenn wir dort sind, gucke ich in diesen Deko-Großhandel. Da ist ja dieser Andreas GmbH, das ist so ein Deko-Großhandel, wo du eben nur mit als Gewerblicher rein darfst. Und ja, ich war da lange nicht mehr. Aber ich hatte meinem Mann halt versprochen, ich gehe da erst wieder hin, wenn wir umgezogen sind. Und das sind wir jetzt schon seit ein paar Wochen. Und jetzt habe ich halt so ein paar Sachen mir rausgesucht, die ich noch bräuchte, die es dort auch geben müsste. Und da werde ich wahrscheinlich mal vorbeifahren. Ich weiß es noch nicht zu 100%, aber ich denke, ich werde mal vorbeigehen, einfach, dass das, dass ich mir das noch besorgen gehe. Genau, das ist auch ein großer Tagesplan heute, weil das ein bisschen Fahrerei ist. Aber ja, muss ja mal gemacht werden. Werde ich das erledigen und dann Kids abholen. Ich muss mal gucken, was wir heute machen, ob wir zu Fuß gehen oder nicht. Es wird bestimmt ein schöner sonniger Tag. Vielleicht holen wir Annabelle zu Fuß ab. Ich muss mal schauen. Hannah hole ich mit dem Auto, weil das sonst einfach das ist zu knapp, weil ich hole ja Hannah um 2, Annabelle um 3:30. Wenn ich mit Hannah auch noch laufe, dann ist das ein bisschen zu viel. Ja, ich könnte ihr einen Roller nehmen. Das Ding ist nur, dass sie dann meistens zu Hause erstmal essen möchte. Sie ist noch ein bisschen müde vom Schlafen und möchte erstmal essen. Das ist es so ein bisschen. Ja, ich guck mal, wie ich es mache, wenn es noch richtig kalt wird nachher. Vielleicht hole ich sie auch mit dem Auto und wir kuscheln uns hier ein bisschen ein. Im Moment sind die Kids auch ziemlich müde nach dem Kindergarten. Die sind ja meist schon draußen und haben dann schon gespielt und sind dann auch geschafft von der Kälte, vom Tag im Kindergarten, aber eben zusätzlich auch noch die Kälte, die einen schafft. Meistens sind sie dann schon recht müde. Okay, dann würde ich sagen, Fenster auf, bügeln, damit ich möglichst viel schaffe und dann auf geht's und gucken, ob ich in den Großhandel fahre. Zu DM müsste ich eigentlich auch noch. Gott, oh Gott. Ich habe gerade meine Tannengirlande gefunden, beziehungsweise es sind zwei. Die hatte ich noch. Die sind nicht so dick, aber ich habe sie jetzt einfach hier unten einfach gehängt und hier oben doppelt gelegt. Ich finde das auch schön so. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich überhaupt was anderes kaufen gehe erstmal. Mir ging es hauptsächlich um die Kaminkonsole hier oben. Die Treppe eilt jetzt eigentlich nicht. Ich überlege noch. Aber die werde ich wahrscheinlich nicht so lassen. Die werde ich jetzt erstmal noch ausklopfen, weil die ziemlich viel Dreck macht. Die werde ich noch einmal schütteln draußen. Und dann werde ich sie mir auch so ein bisschen beschneien. Nicht so stark wie unten. Also das nicht. Ich mache die nicht komplett weiß. Aber ein bisschen bestäuben möchte ich sie schon, weil so ganz grün habe ich ja nirgendwo. Und das mache ich jetzt hier oben auch nicht. Genau. Dann werde ich mir noch was für da unten überlegen. Ich habe schon so eine Idee. Ja. Ich glaube, da fange ich jetzt gleich mal schnell mit an, damit ich sehe, wie es aussieht. Und ob es mir gefällt. Und in der Zeit überlege ich, ob ich jetzt tatsächlich fahre und neue Girlanden kaufe. Bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich es mache oder nicht. Die Treppe halt, ne? Aber muss ich das dieses Jahr machen? Ja, nein, vielleicht. Ja, die Diele auch noch nicht so aufgeräumt ist. Und weil noch der ganze Dreck da reinkommt und eh alles ein bisschen chaotisch ist. Bin tatsächlich am Überlegen, ob ich dieses Jahr an der Treppe überhaupt was mache. Vielleicht lasse ich es tatsächlich oder wickel nur so eine Glitzergirlande rum. Den Kindern reicht das ja auch. Ne? Die wollen einfach nur, dass da irgendwas ist. Und ich habe noch so eine fette Glitzergirlande. Vielleicht mache ich tatsächlich nur das. Und dann war es das erstmal. Weil dann brauche ich jetzt nicht extra wegen der Tannengirlanden zu fahren, die ich vielleicht sowieso noch gar nicht dran mache. Für nächstes Jahr werde ich es bestimmt machen. Aber dieses Jahr, glaube ich, da hänge ich das Glitzerbüschelding hin. Genau, das mache ich. Dann fahre ich jetzt nicht wegen der Girlanden, weil es ist auch eine etwas weite Fahrt. Und nee, das lasse ich jetzt mal. Das, was ich eigentlich erledigen wollte, hat sich gerade erledigt und da müsste ich also gar nicht dahin fahren. Dann würde ich jetzt bloß wegen der Tannengirlanden fahren. Und das ist schon eine gewisse Strecke. Was fahre ich da? 40 Minuten? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall fahre ich schon eine Ecke dahin. Kommt auf den Verkehr jetzt an. Aber nee, ich glaube, ich mache tatsächlich nichts an der Treppe dieses Jahr, bis auf dieses Glitzerding. Weil Annabelle hat einfach nur gesagt, da muss was hin, dann hänge ich da so ein Glitzerding hin. Oder ich habe noch von Thomas Kinkade so einen Tischläufer, der blinkt, den könnte ich an die Treppe machen. Da blinkt was beim Reinkommen, weil wir haben zwar demnächst da andere Teppiche, also wenn sie kommen, uns gefallen und wir sie behalten. Aber trotzdem habe ich noch Schuhe da stehen. Ich habe noch diesen Müllsack da ausgebreitet, um die Schuhe draufzustellen. Die Riesenmatte, dauernd den Schotter. Also perfekt kriege ich das eh noch nicht hin. In der Diele ist noch einiges, was wir nächstes Jahr machen wollen. Deswegen weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob mir das an der Treppe jetzt gefallen würde, weil auch noch die dunklen Teppiche da sind.
Nee, ich hänge das Glitzerding hin. Kann ich auch eine Lichterkette dran machen, dann glitzert das Ding auch noch. Dann ist gut. Ja, ich bin auch ein Perfektionist und würde am liebsten gleich alles machen, aber jetzt echt da 40 Minuten hinzufahren wegen 4 Tannengirlanden, nicht wirklich, ne? Ich mache lieber die schön, bügel und kümmere mich weiter ums Aufräumen. Ich glaube, das bringt mehr. Ja, mache ich so. Genau, das lohnt jetzt nicht, das ist jetzt Quatsch. Also, dann würde ich sagen, ich mache mal weiter mit meiner Girlande, dann mit meiner Arbeit und ja, so geht der Tag rum. Beziehungsweise, ich gucke kurz mit der Girlande, dann sollte der Berufsverkehr auch vorbei sein. Und dann fahre ich nochmal los zu DM, ein paar Sachen besorgen und einkaufen. Ich brauche Frischmilch und noch ein paar Süßigkeiten für den Adventskalender brauche ich auch noch. Genau, also, ich fange jetzt mal an. Das ist übrigens aktuell mein Arbeitsplatz. Sieht schlimm aus, gell? Aber es sieht schlimmer aus, als es ist. Tatsache, glaubt man gar nicht, ist aber so. Wir haben da schon angefangen, bei meinem Mann was aufzubauen. Und hier ist es jetzt halt einfach so. Da sind noch Bettsachen, die ich ordnen muss. Die Weihnachtsecke sieht natürlich aus wie Sodom und Gomorra, weil ich da alles rausgeholt habe. Ich muss das doch noch ein bisschen anders machen, als nur diese großen Boxen. Da werde ich dann wahrscheinlich Lichterketten... Oh, sorry, ich schnauf gerade. Oder Tannenkränze und Girlanden reinmachen. Mal gucken, weil mit den Kugeln muss ich mir was anderes überlegen. Das ist zu chaotisch in diesen riesigen Boxen. Da habe ich noch Kunstblumen. Da sind die Kindersachen drin. Alte Kartons zum Kerzen wegtun. Und Schuhe und Klamotten von mir. Und Kinderklamotten. Genau. Und das ist eigentlich alles schon sortiert. Das sind Koffer, Spielteppiche, Deko für Geburtstage. Und jetzt werden wir uns aber hier heute noch so einen Kallax hinstellen, als Raumtrenner erstmal. Vielleicht sogar zwei hintereinander, wissen wir noch nicht. Damit wir hier, wie soll ich sagen, endlich mal wieder einräumen können. Weil das ist gerade mein Problem. Ich habe alle Kisten schon durchwühlt, so sieht es auch gerade aus hier. Aber ich habe keinen Stauraum mehr und deswegen gehen wir das jetzt mal an. Ich wurde neulich aber gefragt, Leute, jetzt nochmal zur Lichterkette, wie ich das gemacht habe, mit welchem Spray. Das ist kein Spray, das ist so ein Sack hier, Christmas Tree Flock. Das habe ich aus den USA, also so ein Snow Flock oder wie steht da? Snow Bond. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Ich habe halt keine Ahnung. Ich habe es aus den USA. Und es funktioniert wie folgt. Wie ihr seht, bin ich hier schon fleißig am Arbeiten. Mit einer Hand ist das jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe mein Stativ nicht dabei. So. Und zwar, ich benutze kein Spray, sondern einfach Wasser. Das ist wirklich nur Wasser, womit die Girlande angefeuchtet wird oder besser gesagt nass gemacht wird. Und dann nehme ich hier mein Puderzuckersieb und einen Löffel und was von meinem Schnee und streue das da drüber, als würde ich Plätzchen mit Puderzucker verzieren. Und dann muss es trocknen. Man sollte nicht zu viel drauf machen, weil es ja, wie gesagt, antrocknen muss. Lieber dann noch eine zweite Schicht. Beziehungsweise habe ich hier jetzt schon mehr drauf gemacht, deswegen sprühe ich jetzt gerade noch mal so ein bisschen, dass das auch aushärtet. Lieber dann in zwei Schichten oder in drei Schichten arbeiten. Wenn ihr nämlich auf einmal zu viel macht, dann trocknet es nicht richtig an. Genau. Das ist echt cool, muss ich sagen. Damit kann man die Sachen wirklich schön verzieren. Also ein bisschen mehr mache ich auf jeden Fall noch. Das ist mir noch zu wenig. Aber ich mache die nicht komplett weiß. Genau. Und da habe ich auch schon angefangen, kleine Bäumchen weiß zu machen. Für die Krippe. Genau, das ist nämlich auch noch so ein Großprojekt von mir. Mal gucken, wann ich dazu komme. Jawohl, ich mache jetzt weiter. Zumindest schon mal die erste Schicht. Ich habe auch noch einen Kranz, den ich machen könnte. Also das macht total süchtig. Wenn man damit einmal anfängt, möchte man am besten alles weiß machen. Also das ist eine totale Sucht, ganz schlimm. Aber gut, ich werde jetzt mal weiterschaffen, damit ich die erstmal mit der ersten Beflockung hier, mit der ersten Schicht durch habe. Und dann habe ich überlegt, vielleicht zu Ikea zu fahren. Weil bei Ikea gab es neulich was, was mich interessiert hat. Ich weiß nicht, ob sie es noch haben. Wenn ich meinen Mann losschicke, weiß er nicht, was ich meine. Der fährt ja heute Abend, aber der weiß nicht, was ich meine. Deswegen, vielleicht fahre ich schnell mal bei Ikea vorbei und gucke mir das an. Aber jetzt schnell noch die erste Schicht und dann geht's los. So, die erste Schicht ist drauf. Jetzt lasse ich das Ganze erstmal trocknen. Da habe ich ein bisschen mehr schon gemacht. Genau, und dann geht's weiter. Ein bisschen mehr soll es schon noch werden und ich werde die auch noch ein bisschen wenden. Die soll unten gar nicht so beschneit sein, weil Schnee kommt von oben. Aber damit ich die auch richtig drapieren kann, weil die dreht sich ja immer mal so ein bisschen hin und her, mache ich das schon. Und dann habe ich noch einen Kranz gefunden hier. Der ist von Weltbild. Der ist alt. Was heißt alt? Den habe ich schon 2 Jahre oder so. Aber der ist mit integrierten Lichtern auch. Der ist richtig schön. Der ist auch groß. Jetzt gerade geht er nicht. Ich glaube, die Batterien sind wahrscheinlich leer. Er sind aber verschraubt. Muss ich erstmal aufschrauben. Aber so werde ich den natürlich auch nicht mehr hinstellen. Das weiß ich. Deswegen mache ich jetzt gleich hier bei dem weiter und froste den auch.
das ist es. So sieht es jetzt erstmal aus. Noch nichts Ganzes, noch nichts Halbes. Aber ich lasse es jetzt erst einmal trocknen. Und dann kommt die nächste Schicht. So würde ich es jetzt nicht lassen. Sieht zwar auch schon ganz gut aus, aber nee, das ist noch nichts. Das ist noch zu durcheinander. Da muss obendrauf noch mehr und da ein bisschen weniger. Da muss schon noch ein bisschen was gemacht werden. Aber ich lasse jetzt erstmal trocknen und mache mich mal auf den Weg, mein Zeug erledigen. Ich mache das übrigens hier oben im Dachboden, obwohl es staubt, weil ein leichter Windzug schon reicht und das Pulver fliegt dann um die Ohren. Das ist so haarfein. Ganz, ganz schlimm. Also es ist richtiger feiner Staub. Deswegen, das bringt gar nichts. Ich wollte das draußen machen, aber da ist es mir um die Ohren geflogen. Und das ist auch schade. Erstens ist es blöd, weil nichts auf der Girlande landet. Und außerdem ist es auch schade, weil das Zeug ist ja jetzt auch nicht so billig gewesen. Das muss nicht sein. Deswegen, ich lasse das jetzt so. Mache ich mal hier drüber so ein bisschen. Genau. Okay, dann auf geht's an meine Arbeit. Hallo meine Lieben, ich bin wieder zu Hause und ich war nicht bei IKEA. Ich war auf dem Weg und habe dann gedacht, nein, du weißt nicht, ob das Gesteck noch da ist. Du weißt gar nicht, ob es für den Zweck überhaupt geeignet wäre. Und wahrscheinlich ist es mit Foliennadel und die magst du sowieso nicht. Und dann musst du es auch noch beschneiden. Lass es jetzt. Lass es gut sein. Wenn dein Mann heute Abend fährt, kannst du ihm ja sagen, wonach er mal gucken soll. Wenn er es sieht, okay. Und wenn es toll ist und wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach, lass es. Also bin ich nicht gefahren. Nein, ich weiß, ich ändere heute dauernd meine Meinung. Ich bin heute irgendwie so ein bisschen neben der Spur. Ich habe mich dann entschieden, einzukaufen. Ich war bei Rewe, habe noch Sachen für Nikolaus besorgt und auch schon was für Weihnachten. Denn tatsächlich ist es so, dass als meine Mutter einkaufen war, ganz, ganz viele Sachen, die sie für Weihnachten kaufen kann, also so haltbare Sachen, schon fast vergriffen waren. Ich gehe davon aus, dass das eigentlich nicht das Thema sein sollte. Es ist noch genug Zeit bis Weihnachten, aber egal, ich war jetzt auch unterwegs, weil ich habe mir gesagt, okay, bevor du heute gar nichts Sinnvolles getan hast, fährst du jetzt halt noch ein paar Sachen besorgen. Machst du das heute, dann musst du es morgen nicht machen. Ganz einfach. Ich filme euch ein Haul ab. Ich mache das allerdings morgen in Ruhe, weil jetzt habe ich keine Zeit mehr. Es ist fast 12 und ihr seht da den Wäscheberg und mein Bügeleisen. Ich muss das wegmachen heute. Ich will das loswerden. Ich will noch was essen und vielleicht hätte ich auch noch schnell was gearbeitet. Und ich habe nur noch 2 Stunden, bis ich Hannah hole. Deswegen muss ich jetzt mal was tun. Ich filme das morgen für euch ab. Nur eine Sache zeige ich euch. Ich habe Taschentücher gekauft. Massenhaft Taschentücher. Guck mal. Ja. Ich habe eine Tüte voller Taschentücher. Einige hatte ich noch und eine Packung habe ich jetzt mitgenommen. Das war so eine Großpackung, die hat 2 Euro und gekostet. Habe ich mitgenommen. Ich habe ein bisschen was behalten. Aus der einen Packung habe ich jeweils 1 behalten hier. So, jetzt seht ihr auch was. Da, so. Das eine war so eine Packung. Da habe ich jetzt jeweils 1 behalten und dann jeweils 2 aus der Großpackung. Aber ihr seht ja, dass noch einiges übrig ist. Also da ist noch genug. Und die werde ich dem Kindergarten jetzt geben, weil der Kindergarten hat ein Schild an der Tür, dass sie um Taschentücher spenden bitten. Und ich habe auch überlegt, Taschentücherboxen zu holen. Wollte ich auch erst, aber dann waren diese ganzen kuschelweichen Tempotücher und alles. Naja, nicht wirklich Tempo, aber Taschentücher hier im Angebot. Und ich fand das einfach irgendwie jetzt mal schöner. Deswegen habe ich eine Tüte gepackt mit Taschentüchern. Die werde ich nachher im Kindergarten abgeben, damit auch mal wieder was da ist. Ja, wenn man schon mal so... Kann man ja mal ein bisschen was beitragen, ne? Weil wenn die Kinder dann immer eine laufende Nase haben und es wird nicht geputzt. Ich habe ja keine Ahnung, wie das in Kindergärten und Kitas und Krippen ist. Ob da keine Taschentücher da sind, ob die nicht gekauft werden sollen, dürfen, können. Ich habe keine Ahnung. Weil das habe ich schon mal gehabt mit der Taschentücherspende. Also ich habe keine Ahnung, ob es da keine gibt von Hause aus. Auf jeden Fall, dass mein Kind eine saubere Nase hat, ist mir wichtig. Und bei anderen Kindern ist das auch nicht schlecht. Deswegen hier für den Kindergarten einmal eine Ladung Taschentücher. Und jetzt werde ich mir was zu essen machen, was arbeiten und noch die paar Sachen von DM hier verräumen und von Rewe, die jetzt in den Kühlschrank müssen. Und ansonsten hören wir uns, sehen wir uns morgen wieder, ihr Lieben. Bis dann! Ich bin gerade am Abendbrot machen und mir stehen die Haare zu Berge. Hannah war heute mies gelaunt. Ich glaube, die war mal müde. Sie kam müde aus der Kita und war irgendwie richtig krantelig mit mir schon die ganze Zeit. Und deswegen bin ich heute mit ihr nicht gelaufen, weil irgendwie habe ich gedacht, das wird nichts. Wir sind heimgekommen, jetzt kuscheln sie sich gerade mal aufs Sofa und ich mache jetzt Abendbrot. Mein Mann kommt auch gleich nach Hause und irgendwie ist heute so ein Tag, ich glaube, alle sind irgendwie platt. Na, sollen sie knuddeln und gammeln und kuscheln. Ich mache jetzt erstmal lecker Abendbrot und dann gehe mal duschen. Und dann läuten wir den gemütlichen Teil des Abends ein. Natürlich, die Lichter sind schon an. Da hinten, Baum leuchtet, alles gut. Sie dürfen gerade mal kurz Yakari gucken und ich mache mal kurz Abendbrot. Genau. Kleiner Grantelhuber. Unglaublich, wie so Grinch ist er heute. Wie so ein Weihnachtsgrinch.
Ich kam schon nach Hause und motzte mich an. Okay, ihr Lieben, ich mach mal Armbrot. Ich krieg hier schon mal eine Ansage, dass es zu lang dauert, deswegen mache ich mal los. Essen in the making, alles schon draußen. Annabelle möchte heute Leberwurst. Was ist denn los, Mops? Oh, dein Fuß. Was möchtest du denn? Brot mit Butter? Eine Tee? Eine Tee. Oh, wo Maltine essen wir abends nicht. Du kannst Leberwurst oder Käse haben. Käse. Möchtest du mit Käse? Fuß. Fuß. Leberwurst? Möchtest du bei mir mal probieren? Ja, so sage ich nichts. Da gehe ich einfach, ne?